willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 15 Video und heute gibt's mal was sehr, sehr Cooles für euch, denn ich habe mir überlegt, ich mache noch ein Pink Slips zum Ende von FIFA 15, um nochmal ein bisschen Spannung aufzubauen, denn wir machen heute ein 10 Millionen Coins Pink Slips gegen den Till von FIFA Gaming. Ja, Freunde, ich biete ihm einen 10 Millionen Coins Account an und das ist doch schon mal eine richtig nice Sache. Also lasst gerne dafür auch schon einen Daumen nach oben da, dann wird's vielleicht auch noch das ein oder andere Pink Slips in FIFA 15 geben und der Link zu ihm ist natürlich auch in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, das ist auf jeden Fall das Team, mit dem wir heute antreten. Ein richtig, richtig cooles Hybrid. Depay, Lewandowski, Robben vorne, Götze, Wijnaldum, dann haben wir Rafinha, Dani Alves, Thiago Silva, Boateng, Alaba und Sirigu. Für mich ist das einfach das beste Team in FIFA 15. Mit dem konnte ich bis jetzt am besten umgehen. Und ich hoffe, es lässt uns heute nicht im Stich. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal ins Game. So, Freunde, und da haben wir den Till von FIFA Gaming auch schon am Start und ich bin richtig gespannt, was er für ein Team aufweisen kann. Seine Bewertung sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus als unsere, aber das liegt auch daran, dass wir Bronzespieler auf der Bank haben. Keine Ahnung, warum ich das überhaupt auf die Bank gepackt habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt Bronzespieler auf der Bank und dann bin ich mal richtig gespannt, was er für ein Squad hat. 85er Rating, ach du Kacke, ich gehe mich vergraben. Was ist das für ein Team? Ronaldo, De Bruyne, Messi vorne. Unglaubliches Hybrid. Und dann wünscht mir auf jeden Fall Glück und dann starten wir ins Game. Es geht einfach mal um 10 Millionen Coins und das ist so eine hohe Summe. Ich bin so nervös. Also falls ich nicht zu viel kommentiere, seid mir bitte nicht böse. Oh mein Gott, Ronaldo geht einfach durch alle durch. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh mein Gott, zum Glück. Zum Glück wird der Ball noch abgefälscht. Was? 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 Was war da bitte ein Elfmeter? Oh mein Gott, warum ist das ein Elfmeter? Mann, das kann mir einen 10 Millionen Coins Account kosten. So eine behinderte Situation. Ronaldo wird ihn treten, denke ich. Ronaldo wird ihn treten, aber wir werden ihn halten. Hoffe ich mal. Komm schon. Oben rechts. Nein, ich hab doch gedrückt. Oh mein Gott, Sirigu, warum wirfst du dich nicht einfach früher? 1:0 für Till. Boateng bringt jetzt einfach mal die Flanke und da könnte doch wer stehen, aber jetzt bitte Rafinha, bitte. Oder Lewandowski mit dem Seitfallzieher. Schade, richtig gute Situation. Ronaldo mit dem Distanzschuss. Oh mein Gott, ich glaube, der hat die Latte gestriffen. Oh mein Gott, was war das für ein Schuss von Ronaldo? Da haben wir echt viel Glück gehabt. Robben. Robben. Nein, Mann, ich habe gedacht, der sitzt im Kreuzeck. Schade. Das war auf jeden Fall eine erste richtig gute Situation. Und jetzt macht er hier den Fehler. Oh mein Gott, Depay, schieß einfach mal Depay. Manuel Neuer ist zur Stelle. Jetzt Robben. Robben ist durch, Robben. Lauf am Keeper vorbei, Robben, bitte. Oh mein Gott, der schießt den ans Außennetz. Normalerweise macht Arjen Robben so einen Ball rein. So, Freunde, Halbzeit 1:0 für den Till. Er macht auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Aber wir hatten auch gut und gerne 2-3 Chancen. Und das Spiel müssen wir auf jeden Fall noch gewinnen. Mann, wir sind aber auch sau offen hinten. Komm, bitte. Mann. Boah, oh mein Gott, zum Glück macht er den so schlecht. Komm, bitte jetzt. Bitte, hau ihn rein. Oh mein Gott, was ist das für eine Grätsche gewesen? 73. Minute. Wir gehen jetzt einfach auf Offensiv. Wir müssen es riskieren. Sehr offensiv. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen jetzt einfach riskieren. Komm, Depay, du bist doch schnell. Jetzt renn doch mal hier vorbei. Wie kann Messi Depay abbringen? Totaler Angriff, es ist mir jetzt echt schon egal. 10 Millionen Coins. Schick ihn, jetzt renn doch mal. Götze, bitte. Götze, spiel noch mal rein. Lewandowski, Robert Lewandowski. Ja, Mann, 1:1, das ist so wichtige Tor. Endlich, 87. Minute, 1:1. Lewandowski, da steht einer da. Köpfel den Ball doch, Mann. Bitte, einfach Arjen, Robben, Eckball nochmal, einen letzten Eckball wird es noch geben. Flache Flanke in die Mitte, oh mein Gott, wenn der Ball reingeht. Ja, was? Abseits oder was? Oder Foul, Mann, das wäre es gewesen, der Ball war schon im Tor. Ich könnte heulen. So, Freunde, die Partie ist vorbei, 1:1. Wir müssen uns jetzt noch absprechen, was wir machen und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir einfach ein ganzes Rematch machen.
Die Spannung geht also von neu los. Das Spiel gerade war sowas von hektisch und spannend. Ich war so nervös. Am Ende haben wir es sogar fast noch gewonnen. Ich kann gar nicht mehr klar reden. Und dann sehen wir uns im Spiel. Schieß einfach mal. Ja, schieß einfach mal. Der Ball geht leider am Tor vorbei, aber das war die erste gute Gelegenheit. Komm, Lewandowski. Lewandowski! Fast das 1:0 für uns. Komm, lupf ihn drüber. Lupf ihn doch. Nein, Mann. So ein Pass muss ankommen. Komm jetzt. Lewandowski. Robert. Lewandowski. Der Ball wird abgefälscht. Dürfte eine Ecke geben. Tipei jetzt mal. Tipei mit der Flanke und dort in der Mitte. Da steht Lewandowski. Robert Lewandowski köpft den Ball übers Tor. Komm, schick ihn durch oben. Schick ihn durch. Das ist Rafinha. Der Tormann kommt raus. Schieß, schieß. Nein. Wie viel Pech kann man haben? Der Ball kann auch gut und gerne reingehen. Oh mein Gott, Ronaldo. Der ist sauschnell, dieser Typ. Boah, schön getackelt. Komm, Depay jetzt. Depay. Flankt den Ball einfach mal rein. Dort steht Robben, 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 Robben. Nein, Mann, wieso geht der Ball nicht rein? Leg ihn nochmal ab, leg ihn nochmal ab. Lewandowski, Robert Lewandowski, komm, Mann. Haut den Ball doch mal rein hier. So, dann ist auch schon Halbzeit. 0:0 steht es zwischen Till und mir. Also diese Partien sind echt mega nervenaufreibend. Dann sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. So, vorne, der Gegner hat gerade eine Riesensituation. Also Achtung. Boah, zum Glück ist Siri gut zur Stelle. Das wird jetzt so gewirkt haben, als ob ich aufgehört habe, damit seine Situation, dass aus seiner Situation nichts wird. Aber ich musste die Aufnahme erst noch starten und dann hat das Spiel schon begonnen. Komm, Robben. Ayen. Robben! Neuer, was ist das für ein Biest, Alter? Bitte nicht. Oh mein Gott, der geht an die Latte. Aber wo war da bitte ein Foul? Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, ich bin da immer... Oh mein Gott, was tut Siri gut da? Nein, wenn das jetzt ein Tor wird, gell? Ja, klar. Alles klar. Was tut Sirigu da, Mann? Wegen so einer Situation kann man einen 10-Millionen-Coins-Account verlieren. Also das wäre jetzt echt, echt bitter. Der kommt nochmal an den Ball. Lewandowski, schön gemacht. Flache Flanke in die Mitte, komm. Ah, Lewandowski, schieß bitte. Mann, Mann, Mann! Oh mein Gott, wie viel Pech haben wir? Nein, Ronaldo, Ronaldo! Oh mein Gott, okay, jetzt hatten wir auch mal ein bisschen Luck, aber allgemein haben wir schon sau viel Pech. Komm, Lewandowski, jetzt, das ist doch auch faul, Lewandowski! Ja, Mann, wieder ist es Lewandowski, der den Ball dann reinhaut, aber das war doch auch schon ein Foul. Bitte schieß ihn drüber oder daneben, irgendwie nur nicht ins Tor, bitte nicht ins Tor, Ronaldo läuft an. Boah, zum Glück. Ja, Robben, 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 Ayen, Robben, Mann, hau ihn doch rein hier. Stehst allein vom Tor. Komm, einmal noch jetzt. Ayen. Robben. Nein, Mann. Ich könnte heulen. Es ist unglaublich. So, Freunde, die Partie ist wieder vorbei. Und wir müssen jetzt echt mal schauen, was wir hier machen. Wenn jetzt die nächste Partie auch noch 1-1 ausgeht. Vielleicht machen wir auch Golden Goal. Und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, noch ein Spiel zu machen. Und jetzt müssen wir das Ding endlich gewinnen. Es geht immer noch um einen 10 Millionen Coins Account und das ist bis jetzt das spannendste Pink Slips, was ich jemals gespielt habe. Ich habe noch nie 3 Matches gebraucht, um einen Gewinner zu finden und dann würde ich sagen, let's go. Komm jetzt. Gleich in der ersten Minute. In der ersten Minute rum. Mann, wo schießt er denn hin? Ronaldo, da muss man immer aufpassen. Oh mein Gott. Da unten läuft sich einer frei. Depay, bitte. Depay. Depay. Memphis. Depay. Ja, der ist drin. Endlich machen sie die Tore. In der 14. Minute steht es 1:0. Ich hoffe, dass wir das Ding jetzt endlich gewinnen, um den 10 Millionen Coins Account zu sichern. Depay. Memphis. Depay. Schade. Da probiert er es einfach mal. Die Bräune. Sirigu hat Probleme da hinten. Boah, Alaba. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht, Sirigu, du bist ein Gott. Das war richtig gut verteidigt. Ronaldo schlägt den Ball dann selbst auf den Boden. Mann, ich hasse solche Situationen. Oh mein Gott, bitte nicht, bitte nicht. Boah, jetzt haben wir mal echt richtig Glück gehabt. Respekt an Till, also das war jetzt mal eine richtig gute Aktion. Nein, Messi, 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 bitte nicht, bitte nicht. Okay, ich muss sagen, jetzt haben wir mal das Glück. Aber es ist noch nicht vorbei, De Bruyne, De Bruyne. Ich bin gar nicht auf Defensiv oder so, aber meine Spieler lassen sich extrem hinten reindrücken. Oh mein Gott, Ronaldo, bitte einfach abseits. Boah, wie kann sich ein Ronaldo so einen Ball nicht gut mitnehmen? Im Moment habe ich das Glück, das muss man echt mal sagen. Bitte Sirigu, bitte Sirigu. Okay,
So, Freunde, Halbzeit, endlich steht es mal 1:0 für uns und jetzt schauen wir einfach mal, dass wir dieses 1:0 noch ausbauen können und das ganze Ding gewinnen können. Boah, das war aber auch ein gutes Foul hier. Lewandowski kommt jetzt, Lewandowski, ja, Mann, ich bin gerade so happy, ihr könnt es gar nicht glauben, das ist Erleichterung pur, nach so zwei schweren Spielen jetzt endlich mal 2:0 in Führung zu liegen, ist schon eine richtig feine Sache. Nein, Messi, oh mein Gott, was macht der für ein Traumtor? Aus dem Nichts das 1:2 für ihn. Was macht Boateng da vorne? Er macht fast das Tor. Ich habe ganz ehrlich schon gedacht, dass der sitzt, aber Boateng, der kann nämlich auch schießen. Das ist ganz, ganz heikel gewesen. Das war ein richtig mieser Fehlpass. Bitte lupfen rein. Lewandowski mit dem... Nein! Fuck! Ich wollte schon sagen, Lewandowski mit dem zweiten Lupfertor. Richtig, richtig schade. Lewandowski aus der Distanz. Ich hätte noch weiterlaufen können. Schade. Oha, die Pace durch. Memphis. Alter, der Tormann kommt einfach nicht raus und wir machen ihn trotzdem rein. Ich habe jetzt gedacht, das war der größte Fehler meines Lebens, aber die Pay ist einfach so eiskalt und haut den rein. Memphis Depay kann man, glaube ich, auch sagen. Ich glaube, der ist eigentlich Depay, aber ich sage immer Depay. Richtig, richtig geile Aktion. Richtig schöner Lupfer. Was für ein Tor. 3:1 für uns. Memphis Depay. Ich sag einfach nur Memphis Depay. Verstehe ich nicht, warum er sowas macht. Ich meine, ja, verstehe ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Aber gut, 5:1. Ja, er versucht jetzt eigentlich nur noch Distanzschüsse. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Okay, 5:1 ist dann schon eindeutig. Aber ein Eigentor zu schießen, das finde ich irgendwie unnötig. Memphis Depay schießt den Ball nicht mal rein. Oh mein Gott. So, Freunde, die Partie ist vorbei. Wir gewinnen mit 5:1 und müssen deshalb keinen Account kaufen. Auf dem 10 Millionen Coins. Und ich bin extremst glücklich, dass wir das ganze Ding hier nach Hause fahren konnten. Nach drei Spielen endlich mit 5:1 gewonnen. Vielen Dank nochmal an den Till, dass er das Video mit mir macht. Also falls du das hier siehst, riesiges Dankeschön dafür. Und ja, dann würde ich sagen, war es eigentlich auch schon mit dem Video. Schaut gerne beim Till vorbei, ist ein richtig cooler YouTuber. Und dann lasst gerne einen Daumen nach oben da natürlich für diesen Sieg. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.